mittlerweile haben wir schon das 20. eigentlich das 21. Rennen. Haben wir heuer einen Special Gast aus Bayern, der Brandl Wulff. Der kommt jetzt dann durchgehend 20 Mal aus Bayern, aus Regensburg zu uns zum Rennen. Und da haben wir heute eine kleine Ehrung gehabt, wenn man einmal seinen Zinteller überreicht. Er hat einen Freude gehabt und automatisch ist er bei uns jetzt Ehrenmitglied. Das heißt, die nächsten Rennen, die er bei uns bestreitet, sollte er nicht mehr ein Startgeld. Den Verein gibt es ja seit dem 1997er Jahr als offiziellen Verein, also 22. Jahr als offiziellen Verein. Und vorher haben wir so eine Interessensgemeinschaft gehabt vom 94er Jahr weg. Wir haben 48 genannte Starter. Davon ist der Großteil aus Italien. Ich kann es jetzt nicht genau exakt sagen, wie viele Italiener seit da sind, weil wir eben die Mischung jetzt haben. Bei uns im Club dabei sind ja einige Italiener schon. Aber die Vielzahl, sage ich, die Mehrzahl ist aus Italien. Bayern ist natürlich stark vertreten und heuer auch das erste Mal unsere Freunde aus Nordtirol, die kommen aus Umhausen. Die haben draußen auch große Strecken gebaut, die sie aber im Winter abtragen müssen, weil sie dort den Parkplatz brauchen. Am Vormittag werden die Qualifikationen gefahren, doch startet jeder Fahrer in drei Läufen hintereinander seine 5 Minuten. Das heißt, je mehr Runden er in 5 Minuten fährt, umso weiter ist er vorne platziert. Und dann gibt es eben diese Platzierungskämpfe, die wir dann schon am Vormittag haben. Und dann gibt es die Finalaufstellung, die jetzt gerade laufen, die Finale. Da nach der Position vom Vormittag, die man sich ausgefahren hat, kommt man dann automatisch in die Aufstellung. Das heißt, da habe ich meinen Startplatz dann für die kleinen Finale. Und bis zum großen Finale muss man sich durchkämpfen. Bei so vielen Startern gibt es natürlich einen Haufen Finales. Du kommst schon seit 20 Jahren daher. Warum? Es hat sich damals ergeben, ein Vereinskamerad hat da herunten Urlaub gemacht. Und dann hat er die Bahn entdeckt. Ich habe mit dem Vorstand geredet und dann sind wir ja später da zum Rennen hergefahren. Und seitdem, seit 1999, fahre ich jetzt jedes Jahr daher. Es ist Entspannung. Wenn man am Wochenende so ein Rennwochenende hat, dann ist das einfach, da kann man komplett abschalten. Da vergisst man den ganzen beruflichen Stress alles. Was machst du denn gerade? Die Maschine putzen, Arbeitsgerät putzen. Wird ziemlich verschmutzt durch den Kurs, oder? Schau es mir an. Voller Steif, voller Dreck. Aber ist eine Faszination dabei. Unser eigenes Hobby, sagen wir mal so. Ich fahre nicht, der Fuhrfahrt, ich bin ein Mechaniker.